So, wir haben uns jetzt entschieden, so ein großes Bad zu nehmen. Das ist jetzt der VIP-Bereich. Sieht ordentlich aus, bevor sich alle umgezogen haben. Also schön großer Umkleideraum. Da vorne kommt dann der Masseur oder die Masseurin. Schön nach Geschlechtern getrennt. So, und hier sind dann zwei Duschen und zwei kleine Becken. Und zwar einmal eiskalt und einmal recht warm. So. Dann ist hier auch noch ein größerer Aufenthaltsraum. Man sieht, es ist arg nebelig. Wahrscheinlich sieht man nichts. Und da unten soll das Wasser herkommen. Also da unten ist die Quelle. Leider beschlagen die Scheibe. Und zum VIP-Raum gehört. Hier erstens, man kann sich ein bisschen sogar verlaufen. Erstens eine Toilette. Und zweitens, ja, eine doch recht geräumige Sauna. Also der VIP-Bereich würde reichen. Ich würde mal sagen, für 6 Leute ist das auch noch gut. So, und hier ist dann das große Planschbecken mit angenehm warmem Wasser. Der ganze Spaß kostet dann so 150 Geld. Also Lari, die Stunde, wie gesagt, wäre super hygienisch und modern. Ein Sparsuch, der ist hier falsch. Wer das Richtige haben möchte, so wie es sein muss und wie es authentisch ist, der geht hier. Dieses Bad, ich habe es rausgefunden, obwohl es draußen nicht dran steht, heißt Queen's Bars. Man kann auch vorher anrufen und was reservieren. Haben wir gemacht. Trotzdem mussten wir eine halbe Stunde warten. Ja, das war es hier vom Queen's Bars aus Tiflis. Sehr zu empfehlen. Ach, die Massagenpreise kosten ungefähr 25 Lari. Lohnt sich aber. Also vor allen Dingen die Scrub-Massage. Da wird wirklich alte Haut runtergeholt. So, wir sind mittlerweile in Kutaisi angekommen. Das ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt von Georgien. Hier in der Mitte gibt es ja so eine schöne Fontäne. Müsste man sich tagsüber angucken, da sind tolle Figuren drauf, hört man. Und dahinter ist eins der Theater. Ja, das Ganze fühlt sich hier sehr südlich an. Es ist auch wärmer als in Tiflis hier, zumindest ist hier nicht so ein Wind. Ja, ich finde, es sieht ganz gut aus. Also ist sehr angenehm, vor allen Dingen zu laufen. Ich filme mal hier so den Fußgängerweg. Bis jetzt waren alle Wege gut zu laufen. Also mit Kinderwagen würde es hier mehr Spaß und Sinn machen. Wenn man zu zweit ist, könnte man sogar hier mit dem Rollstuhl ganz gut zurechtkommen. Das in Tiflis auf jeden Fall nicht. Wir waren gerade essen. Hier vorne gleich um die Ecke. War auch sehr gut. Vielleicht ein bisschen billiger sogar als in Tiflis. Da vorne scheint es mitten in der Stadt so einen Park zu geben. Ja, ist leider schon alles dunkel. Es gibt auch eine Seilbahn, habe ich gesehen. Und vielleicht schaffen wir es morgen auch zu den Höhlen. Es gibt irgendwelche Tropfsteinhöhlen, die natürlich schön kitschig beleuchtet sind. Vielleicht schaffen wir das noch. Sonst kann ja jemand anders mal berichten, wie es da ist. Ich würde sagen, für 2-3 Tage lohnt sich Kutaisi bestimmt auch. Wir werden mal morgen gucken, was wir morgen noch hier uns angucken können. So, nochmal hier in Kutaisi der Springbrunnen von gestern Abend im Tageslicht. Ja, kann man viel Schaschlik rausmachen, was hier rumsteht. Schafe. Ja, die endemische Gruppe des Langnasenelchs sitzt nur in Kutaisi.
Steinbock und irgendeinen komischen Hirsch. Ich kann mir vorstellen, dass hier im Sommer viele Leute rumsitzen und ein Wein zum Trinken und Rauchen, was weiß ich. Auf jeden Fall ganz nett. Es gibt hier in Kutaisi auch eine Seilbahn. Ja, die macht aber erst um 12 auf. Also nichts für Frühaufsteher. Und da oben scheint auch wieder ein Riesenrad zu sein. Moment, ich treffe es da. Ja, vielleicht laufen wir jetzt hoch oder wir warten die halbe Stunde, bis die Bahn öffnet. Wir können auch warten. Also es wirkt hier alles ein bisschen verschlafener als in Tiflis. Sehr angenehmes Feeling in der Stadt. Aber ich glaube, hier wird weniger Russisch gesprochen als in Tiflis. Ist so mein erster Eindruck. Aber zum Entspannen und hier einen Monat leben oder zwei, einfach ja, zum ruhig leben, ist es bestimmt nicht schlecht. Also da taugt Tiflis nichts, das ist dann doch ein bisschen nervig mit dem ganzen Gewusel und den Leuten. Da drüben der Mann, leicht sieht man es, ich weiß nicht, ob ich zoomen kann. Ja, der schlägt jetzt seine Früchte vom Baum. Das sind irgendwelche gelben Früchte. Jemand hat mir auch schon gesagt, wie sie heißen, aber ich habe es vergessen. Ja, haut er drauf. So, wir warten auf die Bahn und dann berichte ich von oben. Natürlich gibt es auch hier in Kutaisi einen wunderbaren Markt. Mit frischen Produkten des Landes. So, mein Sohn ist weggelaufen. Na, mal gucken. Der ist schon groß, mit was er zurückkommt. Also, ist so ein bisschen wie Kamarowska Rinak, aber kleiner, aber die Produkte sehen alle gut aus. Wie in Belarus gibt es auch rote Beete, Gurken. Also man könnte sich hier schon sehr gut ernähren. Also der Markt ist ja eigentlich sehenswert. Wer noch kein Hochzeitsgeschenk hat für die Frau, so ein Schweinekopf kommt auch immer sehr gut an. Oder warum nicht einfach mal ein totes Huhn mit Kopf und Fuß? Oder einen schönen Schweineschinken? Oder ein Stück Rind. Also hier wird es sicherlich etwas für jeden Geschmack geben. Und die Hunde sind auch zufrieden. So, wir haben es jetzt auch geschafft, die Frau aus dem Bett zu schmeißen und sind jetzt komplett und können Seilbahn fahren. Es geht los. Ja, die Seilbahn ist schon etwas älter. Über den Sicherheitsstatus werde ich nachher ausführlich sprechen. Aha. Die Kinder werden nach vorne geschickt, weil da die Aussicht besser ist. Also so
wenn keine Schilder hier an den Häusern wären. Das könnte auch irgendwo in Süditalien sein oder in, na, vielleicht mit mehr Rennradfahrern auch in Südfrankreich. Das Flair ist gut. Also, da ist ein Hund auf dem Dach. So sehen verängstigte Menschen aus. So. Also sehr kurze Fahrt, kostet auch nur ein Lari, ungefähr 35 Cent. Wir sind schon da. Wunderbar. Ja, nicht weit weg von Kutaisi. Man fährt vielleicht für 10 Euro mit dem Taxi dahin oder mit dem Bolt. Gibt es die Prometheus-Tropfsteinhöhlen. Gibt es dann Touren durch, lohnt sich auf jeden Fall. Erklärung in Englisch, Georgisch und ein bisschen Russisch. Werden immer so halbstündig, glaube ich, Touren durchgeführt. Wird auch ein bisschen erklärt, wie es funktioniert. Ich finde es ganz gut. Eintritt, glaube ich, auch pro Person 10 Euro. Manchmal fahren auch in den Höhlen Boote. Das ist jetzt nicht der Fall. Irgendwie das Boot ist kaputt, wurde gesagt. So, noch mal ein paar Eindrücke hier von der Höhle. Also, die Wege sind asphaltiert. Es gibt natürlich viele Treppen. Also für die Fußlahmen, die müssen vorher sich gut einschätzen können, ob sie Stufen steigen können oder nicht. Es ist nicht besonders rutschig. In Flipflops würde ich trotzdem nicht hier lang laufen. So. Und da sieht man mal, wie die Treppen hier rauf und runter gehen. Einigermaßen ausgeleuchtet der Weg, also das ist nicht das Problem, aber wie gesagt, nicht alle Stufen und alle Treppen haben Handläufe und die Handläufe sind umgebungsbedingt auch sehr nass und rutschig. Ansonsten lohnt es sich schon, also den Kindern gefällt es, glaube ich, auch ganz gut. Der wichtigste Kommentar meines Sohnes war es, bei Minecraft gibt es auch Tropfsteinhöhlen. Na, super. So. Ohne Licht ist es immer duster. So, fürs Infotainment, also es gibt Stalagniten und Stalaktiten. Und die Titen gehen von oben nach unten. Und die Nieten von unten nach oben. Und es wurde gesagt, für 1 Zentimeter braucht man 100 Jahre. So,
Hier kommt noch mal so eine schöne Gruppe von Zapfen. Also die Entstehung so ähnlich wie Eiszapfen, könnte man sich vorstellen. Also jetzt gibt es auch noch so ein bisschen Lichtschau. Jasper, nein? Nein.